Ja, heute Thema Rente, wobei es geht also nicht um die Rechnung von Rente. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie viel Euro und Cent Sie später mal Rente kriegen oder wie die Rentensteigerung aussieht, sondern mir geht eher nochmal die Grundlagen der Diskussion nochmal darzulegen und insbesondere die Frage, ja, kriege ich denn, also betrifft eher die jüngeren Semester, die zwar heute leider nicht so zahlreich da sind, aber passend daran, da ist die Frage, kriege ich denn überhaupt noch eine Rente? So, das werden so meine Themen sein und damit ich so ein bisschen die Interessenslage eruieren kann, würde ich, wenn jemand Lust hat, einfach hinschreiben, welches Problem für ihn bei der Rente am wichtigsten wäre. Hat jemand Lust, einfach einen Begriff, ein Schlagwort hinzuschreiben? Versicherungsfremde Leistung. Bitte? Versicherungsfremde Leistung. Ja, schreib's mal. Vielleicht nochmal zum Grundprinzip Sozialversicherung, was die leisten soll. Wir haben ja drei große Bereiche. Das eine ist Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflege. Das dritte ist Alter. Das heißt, eingeführt worden, um die Arbeiter vor den Arbeiterinnen vor den schwerwiegendsten Risiken des Lebens abzusichern. Und jetzt speziell die Rentenversicherung, Bismarck 1889 eingeführt worden, damals sozusagen eines der ersten Gesetze zur Sozialversicherung überhaupt in Europa und der Welt. Klare Aufgabe, Schutz gegen Altersarmut. Wobei man damals wissen muss, so viele sind nicht so alt geworden, dass sie in die Altersarmut gegangen wären. Und große Reform 1957, Absicherung Lebensstandard im Alter. Das war ja die große Reform 1957. Es gab ja nach dem Krieg eine große Diskussion, wie baut man das Rentensystem wieder auf. Die ganzen angesparten Reserven für die Altersversorgung sind ja im Krieg in Panzer umgewandelt worden und dann entsprechend war das Geld weg, genauso wie es ja im Ersten Weltkrieg war. Das heißt, man konnte also nicht auf Geldreserven zurückgreifen, hat dann eben eigentlich notgedrungen den Weg über die Umlagefinanzierung gemacht, aber eben mit drei wichtigen Punkten. Die Sozialrente soll wirklich die Basis der Altersversicherung, Altersvorsorge sein. Also das heißt, ich kann allein mit der Alterssicherung meinen Lebensstandard bestreiten. Dann zweiter Punkt, wichtiger Punkt damals, regelmäßige und immer noch regelmäßige Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung. Das heißt also eine eingebaute Dynamisierung und eben der dritte Punkt, die Mittel wären nicht mal der NMV entnommen, der mal angespart wurde, der war ja nicht mehr da, sondern werden eben aus den laufenden Beiträgen der aktiven Beschäftigten finanziert. Dieses Modell führte dann, hier entwickelt worden von, gab es viele Diskussionen, aber entscheidend war dann, der den letztendlichen Plan entwickelt hat, ein Herr Schreiber, der war damals Geschäftsführer vom Band der katholischen Unternehmer, stieß dann auf großen Widerstand in der CDU, insbesondere bei Ludwig Erhard, der meinte, das ist Einführung des Sozialismus durch die Hintertür. Aber, wichtig, Adenauer hat dann gesagt, mach ich. Das Ergebnis war dann, dass die CDU einzig und allein bei der Wahl dann anschließend die absolute Mehrheit erreicht hat. So, dann ging es ja weiter und das Bild, an das können sich wahrscheinlich die Älteren von euch noch erinnern. Unser Norbert, der dann 1986 war, das dann behauptet hat, denn eines ist sicher. Die Rente. Was er natürlich nicht dazu gesagt hat, wie viel Rente das ist. Und darüber diskutieren wir ja heute. Aber das war ja damals auch ein wichtiger Punkt im Wahlkampf. Also das Thema Rente ist immer, steht im Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu diesem Thema.
Jetzt kurz, wo stehen wir denn eigentlich in der Rente? Hier mal die Verteilung der versicherten Rentner 2015, aber alte Bundesländer. Wenn man die neuen Bundesländer nochmal betrachten würde, schaut es ein bisschen anders aus, aber hier nehmen wir mal die alten Bundesländer, weil da sozusagen die Erwerbsbiografien nochmal anders gelaufen sind wie im Osten. Da sieht man, dass hier die Männer, das sind die schwarzen Säulen, ein Großteil der Männer jetzt bei Renten über 1500 liegt, aber auch in dem Bereich ab 1000 sind erhebliche Anteile. Also hier 18, knapp 20%, 10%, da nochmal in dem Bereich ab 1000 Euro 30%. Also 50% der männlichen Versicherten beziehen die Rente über 1000 Euro, während bei den Frauen schaut es etwas düsterer aus. Da hat man noch die quasi früheren Erwerbsbiografien, Familienpause, haben wir ja diskutiert, Teilzeitbeschäftigung, das schlägt sich dann auch in der späteren Rentenhöhe. Hier haben wir 20% bei Renten zwischen 150 und 300 Euro. Also eine Rentenhöhe, mit der man nicht überleben kann, allein von der Rente. Von daher ist also das ein wichtiges Bild, wo stehen wir denn eigentlich heute. Eine weitere wichtige Aussage ist diese Grafik, die finde ich sehr gut. Hier geht es um das Thema Beschäftigte mit dem halben Durchschnittseinkommen. Also 1450 Euro im Monat, also Beschäftigte, die in dieser Größenordnung sind, 1450 Euro. Was kriegen die später an Rente? Da ist es so, dass in den Niederlanden diese Einkommensbezieher auch eine Rente in gleicher Höhe beziehen. Das heißt, da läuft das Rentensystem so, dass die Rentner, die Einkommensbezieher, die relativ wenig Einkommen hatten, dann quasi das Einkommen auch als Rente bekommen. An der anderen Ecke der Tabelle ist Deutschland. Das heißt, das Rentensystem ist so ausgelegt, dass bei einem halben Durchschnittseinkommen und mit der Standarderwerbsbiografie ich nur die Hälfte des Einkommens als Rente bekomme. 53% vom hier Bruttoeinkommen, ja, genau. Also dem entspricht eine Rente von etwas über 700 Euro. Ist das immer so? Also auch wenn ich jetzt 2000 kann, ich nee. Es geht jetzt um sozusagen die Mindereinkommen, die unteren Einkommensbereiche, zeigt, dass eben in den Niederlanden das soziale System so ausgelegt ist, dass die angehoben werden in ihrer Rentenversorgung. Bei uns passiert dieses nicht und deswegen sind bei uns eben die Renten dann bei den unteren Einkommensbereichen sehr, sehr niedrig. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist das Traurige. Bitte? Das ist das Traurige in der reichen Bundesrepublik. Genau, da kommen wir dann nochmal drauf. So, jetzt quasi, obwohl sozusagen in Deutschland ein sehr geringer Anteil an sozialer Komponenten in der Sozialversicherung eingebaut ist, haben wir trotzdem Probleme. Die ansteigende Lebenserwartung führt zu längerer Rentenbezugsdauer und dann haben wir ja, wir wissen, einen Kinderschwund, also nicht die Kinder verschwinden, sondern sie kommen gar nicht. Und da ist ja die Aussage, die wenigen Erwerbstätigen können die vielen Alten nicht mehr finanzieren. Und deswegen reagiert die Politik mit drei Maßnahmen. Wir sollen länger arbeiten, wir sollen mit weniger Rente zufrieden sein und mehr private Vorsorge betreiben. Weil, das ist ja ein wichtiger Punkt, höhere Beiträge sind ja des Teufels. Und das BDA steht für Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber. Also das geht ja gar nicht, weil dann bricht die deutsche Wirtschaft zusammen. Also diese drei Punkte. So, und jetzt ist die Frage, ist es überhaupt notwendig und führt es dann auch zur Lösung unserer Probleme? Das ist ja der Kern der heutigen Diskussion des heutigen Abends. Da ist jetzt die Frage, diese Maßnahmen werden wir auch umgesetzt und sehen wir auch. Da ist es hier, das Alter bei Rentenbeginn. Haben wir einen Tiefpunkt, so um Ende der 90er Jahre, da war quasi die blaue Kurve sind die Männer und die braune
sind die Frauen. Da war der Tiefpunkt sozusagen Renteneintrittsalter, das durchschnittliche Renteneintrittsalter in die Altersrente bei 62. Und seitdem steigt es kontinuierlich an. Sind wir sozusagen 2010, 2013 bei den Frauen bei 64 Jahren und auch bei den Männern mehr oder weniger bei 64 Jahren gelandet. Die letzten Jahre geht es nochmal zurück, das ist zurückzuführen auf die Einführung der Rente mit fiktiv 63, die aber eigentlich eine Rente mit 65 ist, aber quasi über einen Anpassungsprozess ab 63 läuft. Die führt jetzt nochmal zu einer kleinen Senkung. Das wird aber demnächst wieder nach oben gehen, weil ja auch da die Altersgrenzen wieder nach oben wandern. Also von daher, ja, eindeutig erkennbar, wir arbeiten wieder länger, um die Rente sicherer zu machen. Zweiter Punkt ist Netto-Rentenniveau. Das war in den 90er Jahren bei 55%. Rentenniveau immer bezogen auf quasi das Einkommensniveau, das durchschnittliche Einkommensniveau während der Berufstätigkeit. Aktuell sind wir bei 48% ungefähr und Zielsetzung bei der jetzigen Planung ist 2030, dass wir dann bei 44% landen. Auch da also Politik umgesetzt, Rentenkürzung. Und der dritte Punkt, Entlastung der Arbeitgeber, also private Vorsorge, war es sozusagen bisher so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Hälfte der Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben. Dann war quasi während der rot-grünen Koalition die Aussage, wir müssen die Arbeitgeber unterstützen und vor den sozusagen Nebenkosten befreien. Und von daher ist sozusagen die Zielsetzung, dass die Arbeitnehmer 4% über die private Vorsorge allein zahlen, wie es der Eichel und wie die schönen Renten alle heißen. Also hier nochmal sozusagen sind ja insgesamt 15%, wäre ja eigentlich sozusagen 7,5 plus 7,5, aber die Arbeitgeber bleiben bei 10,5% stehen. Was das heißt, kommen wir gleich noch drauf. So, von daher, aufgrund dieser Maßnahmen, dieser drei Maßnahmen, Steigerung Renteneintrittsalter, Senkung Rentenniveau und Entlastung der Arbeitgeber, haben wir sozusagen eine Senkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der war mal bei 10,8%, Entschuldigung, bei 21,4% insgesamt. Hier geht es halt quasi nur die Hälfte und da sind wir jetzt bei 9,3%. Und das heißt, da haben wir jetzt eine Absenkung von 1,5%. 1,5% Beitragsentlastung klingt erst einmal, das ist ja nicht viel, was soll denn das? Wenn man sich die Zahlen dann genauer anschaut, dann heißt es, die 1,5% zahlt der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Hälfte, also für die Arbeitgeber war es eine Entlastung von 0,75%. Beiträge wurden geleistet, 3.133 Milliarden. Heißt, diese kleine Senkung hat die Arbeitgeber um 23 Milliarden entlastet. Und diese 23 Milliarden, das sind ungefähr 2/3 von dem Dividendenausschütten der DAX-Konzerne. Das heißt, die Arbeitnehmer haben quasi über ihre Beitrags, private Zusatzversorgung ermöglicht, 2/3 der Dividendenzahlen der DAX-Unternehmen zu finanzieren. Nur immer, um zu zeigen, was hier kleine Veränderungen in der Sozialversicherung für materielle Auswirkungen haben. Also eine sehr massive quasi Entlastung der Arbeitgeber an dieser Stelle. Anderer Punkt, wie ist der Verträge? Also wie gesagt, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass Zielsetzung der Politik ist, dass die Menschen 4% private Vorsorge betreiben, um die
Kürzung in der gesetzlichen Rentenversicherung auszufangen. Und ein Lösungsmodell war ja die Riester-Verträge. Davon gibt es in der Zwischenzeit etwas über so um die 16 Millionen Verträge, aber 15% der Verträge laufen ohne Zulage, also ohne gesetzliche Unterstützung, und nur 30% der Verträge laufen mit voller Unterstützung. Das heißt, ein Großteil dieser Verträge wird gar nicht mal angespart, es liegt tot, ist zwar mal angelaufen, aber man hat dann einfach die Reserven nicht mehr, um einzuzahlen, das ist bürokratischer Aufwand und und. Von daher eine relativ schwache Nutzung dieser Instrumente. Und auch wieder interessant, wer spart denn eigentlich? Sind es die Leute, die das dann auch brauchen? Und da gibt es eine schöne Statistik vom Bundesstatistikamt. Wer Sparbeitrag der Beschäftigten nach Branchen? Also es sparen sehr viel die Menschen, die im Finanzbereich und Versicherung arbeiten. Die sparen also 1100 Euro im Monat. In der Gastronomie immerhin noch 60 Euro. Ne? Ja. Im Jahr, ja. Der Jahressparbeitrag, Entschuldigung. Jahressparbeitrag. Und Menschen, die in Leiharbeit sind, 36 Euro. Das heißt, jetzt gehe ich mal davon aus, dass im Finanz- und Versicherungsbereich nicht so schlecht verdient wird. Das heißt, die staatliche Unterstützung fließt genau in die falschen Kanäle. Jetzt werden die unterstützt, die quasi eh schon relativ hohes Einkommen haben. Und ich war ja in meinem früheren Leben mal Betriebsrat. Und da kann ich das nur sagen. Also in den Beratungsgesprächen zu diesem Thema, schwerpunktmäßig die oberen Enkelgruppen, die dann gekommen sind und sagen, wie mache ich das am geschicktesten, was kann ich? In den unteren Enkelgruppen, die brauchen das ganze Geld zum Leben. Also ist klar, dass irgendwann Altersarmut droht, aber wenn ich erst einmal dem Kind halt noch was gönnen will oder mir selber was, dann ist die Frage, kann ich mir leisten, was zu sparen? Das kommt dann halt an zweiter Stelle und meistens ist dann gar nichts mehr übrig. Das heißt, diese ganze Geschichte, die staatliche Unterstützung fließt zu Beziehern von hohen Einkommen und hilft also sozusagen an der Stelle, das Thema Altersarmut oder zu einer sozialen Ausgleich zu kommen, relativ wenig. So, jetzt nochmal die zentralen Punkte, die ja immer wieder diskutiert werden. Ansteigende Lebenserwartung führt zu längerer Rentenbezugsdauer, Kindermangel, wenige Erwerbstätigen können die vielen Alten nicht finanzieren und ich zahle heute hohe Rentenbeiträge und morgen kriege ich noch eine Mini-Rente. Die Frage ist, stimmen die Aussagen? Oder könnte man da was dagegen tun? Gibt es vielleicht auch Modelle, die zeigen, dass es anders geht? Weitere Lebenserwartung ab 65. Lebensjahr war also so, dass im Jahr 1900 quasi Männer, die 65 Jahre alt geworden sind, dann noch eine weitere Lebenserwartung von 12 Jahren hatten. Die ist in der Zwischenzeit angestiegen im Jahr 2000 auf 21 Jahre. Also wenn ich es mal geschafft habe, 65 Jahre alt zu werden, dann habe ich noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 21 Jahren von mir. Frauen, das sind ja das stärkere Geschlecht, die wurden damals nochmal bei Frauen dasselbe, wenn ich 65 bin, weitere durchschnittliche Lebenserwartung 16 Jahre, die liegen jetzt bei 24 Jahren, heißt knapp unter 90, also durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen, die schon mal 65 Jahre alt geworden sind, liegt bei 89. Das ist aber ein Fortschreiten, das hat mit der aktuellen Situation nichts zu tun, oder nur bedingt was zu tun. Ja, natürlich weiß ich im Jahr 2000 noch nicht, was im Jahr 2020 ist, aber die Kurven sind relativ stabil, ne? Und bis daher weiß ich es, bis daher ist ungefähr Berechnung oder Statistik, und ungefähr da ist Fortschreibung. Also ich muss ja 20 Jahre nach vorne gehen und von daher ist es weitere Lebenserwartung. Aber in der Vergangenheit hat sich das eigentlich relativ gut bewährt oder als richtig erwiesen, die Erwartungen. Und entsprechend sind es dann auch... Bitte? Man sieht hier deutlich, dass es 1940 einen Krieg gibt. Ja.
Das heißt, der Anstieg insgesamt war geringer. Und ich persönlich gehe davon aus, dass es bei Erreichen des 100-Jährigen nochmal einen Peak gibt. Das heißt, dann an der Stelle der Anstieg, wenn es überhaupt noch eingeblieben ist. Das kann man an den Implikationen sehen. Und 1940, da war es eben noch die Kriegsgeneration, die mit ihren ganzen Kriegsbelastungen in die Rente gegangen ist. Genau. So, jetzt quasi die Dauer der Rentenbezugsdauer, auch da der Anstieg sozusagen von 1960, 17 von 12 Jahren, jetzt auf 18 Jahre, bei Frauen von 16 auf 20 Jahre. Also auch klar ist, wir werden älter, wir beziehen länger Rente. So, jetzt der zweite Punkt. Die wenigen Erwerbstätigen können die vielen Alten nicht mehr finanzieren. Wie schaut denn das Verhältnis Jung zu Alt aus? Ich nehme mal die unterste Kurve. Das ist. Das heißt, das sind unter 15-Jährige zu 15- bis 66-Jährigen. Diese 15- bis 66-Jährigen nimmt man an, das ist sozusagen der aktive Bevölkerungsanteil, der arbeitet oder arbeiten könnte. Und das unter 5 zu den Kindern. Und da sieht man, da sind wir eben bei 0,2 zurzeit. Das heißt, auf ein Kind kommen 5 Erwachsene im erwerbstätigen Bereich. Was ansteigt, ist sozusagen, wenn man die Kurve weit in die Vergangenheit zeichnen würde, wäre es natürlich weiter oben, weil es da mehr Kinder gab. Hier die über 66-Jährigen zu den Berufstätigen, da waren wir bei 1992 bei 0,2, hieß also ein Rentner auf 5 Erwerbstätige. Und da sind wir jetzt quasi fast bei 0,5, das heißt ein Rentner auf 2 Erwerbstätige. Also das Verhältnis Erwerbstätige zu Rentner oder andersrum von Rentnern zu Erwerbstätigen steigt an. Jetzt nochmal. Und das ist insgesamt. Entschuldigung. Wieso ein Erwerbstätiger aus 2? 0,45, also 0,5 Rentner auf einen Erwerbstätigen oder andersrum ein ganzer Rentner auf 2 Erwerbstätigen. So, und dann ist ja die Frage, hilft uns die Zuwanderung? Ja? Wenn also jetzt wir Zuwanderung ermöglichen, hilft uns das sozusagen bei diesem ganzen Szenario-Verhältnis Rentner zu Menschen im Berufsleben, da sieht man, dass das zwar Auswirkungen hat, aber relativ geringe. Das wäre sozusagen die blaue Linie ohne Wanderung und da sind also jetzt quasi zwei verschiedene Szenarien nochmal dargestellt mit einem positiven Wanderungssaldo, also dass Menschen im erwerbstätigen Alter dann zuwandern. Das verändert natürlich oder verbessert die Situation. Die Arbeitgeber sagen, wir wollen einen konstanten Rentnerquotienten. Das heißt, gehen wir nochmal da zurück, hier in den 90er Jahren hatten wir sozusagen einen Rentner auf 5 Berufstätigen. Wenn man so eine ähnliche Struktur beibehalten wollte, also hier gehen Sie, nehmen wir mal diese mittlere Kurve, maximal 0,5 oder 0,3, hieße ein Rentner auf 3 Erwerbstätige. Dann müsste das Renteneintrittsalter auf 73 Jahre steigen. Und das ist sozusagen hier, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln sagt, 73 ist das Maß der Dinge. Wir dürfen alle bis 73 arbeiten, damit quasi die Arbeitnehmer nicht überlastet werden mit Rentenzahlen. Sie gehen dann sozusagen nochmal auf 0,5, da wären wir dann bei 68 Jahren. Also es wäre quasi ein Rentner auf 2 Berufstätige. Also da müssen wir schon bis 68 arbeiten. Also 67 geht gar nicht, 68 ist Minimum, eigentlich ist 73. In dasselbe Horn stößt auch die Deutsche Bundesbank, auch die sagt, in Zukunft bis 69 arbeiten, damit die Rente sicher ist.
Dann schaut man weiter sich die Unterlagen an und sagt, wir reden noch immer davon, dass die berufstätige Bevölkerung weniger wird. Wieso steigt dann das Arbeitsvolumen 2016 um 500 Millionen Stunden? Ist ja nicht gerade ein Taubenspiel. Dann schaut man sich an, wie wird denn dieses Erwerbspotenzial von Menschen, das zwischen 16 und 65 ist, wie wird denn das genutzt? Und da sieht man, dass die Anzahl der Erwerbstätigen zugenommen hat. Von 39 Millionen jetzt auf 43,5 Millionen. Und was dabei auffallend ist, dass der Anteil der Vollzeitbeschäftigten gesunken ist bis in die 2010er Jahre von 29 Stunden auf 23 Stunden und jetzt wieder langsam ansteigt. Und was zugenommen hat, ist die Teilzeitbeschäftigung. Das heißt, das Erwerbspotenzial, das in Deutschland vorhanden ist, wird bei weitem nicht ausgenutzt. Das heißt, wenn ich über diese Verhältnisse Erwerbstätigen zu Rentnern rede, dann muss ich auch immer schauen, wie weit sind denn die Erwerbstätigen erwerbstätig und in welchem Maße. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Und da, wenn man sich das Arbeitsvolumen in Millionen Stunden anschaut, dann sieht man, dass das sich kaum verändert hat, dass die Vollzeittätigkeit zurückgegangen ist, also Menschen aus der Vollzeit ausgeschieden sind und quasi dann in Teilzeit, die von 0,3 Millionen Stunden auf 11 Billionen angestiegen ist, da steckt die große Veränderung drin. Das heißt also, der Anteil von Menschen, die nur Teilzeit arbeiten, ist erheblich größer geworden. Also, Aussage dazu, diese Sache mit alt zu jung ist relativ zu sehen, weil eben die Frage ist, wie wird das Arbeitskräftepotenzial ausgenutzt? Und dann ist natürlich die Frage, braucht man es überhaupt? Und wie war es denn in der Vergangenheit? Wir reden immer über die Zukunft, wie war es denn in der Vergangenheit? Und da stellt man fest, 1871, das sind die ersten Zahlen, die man hat, auf einen Rentner sind damals 10 Erwerbstätige gekommen. Also da war es 1 zu 10. Da unten in den 70er Jahren waren wir bei 4 zu 1, jetzt sind wir bei 3 zu 1. Und diese quasi, die Verschiebung des Verhältnisses von Berufstätigen zu Rentnern in einem erheblichen Maße haben wir überstanden, ohne dass wir verhungern. Also irgendwie scheint da irgendwas, eine Komponente da zu sein, die das ermöglicht, dass sozusagen immer weniger, relativ weniger Menschen in der Bevölkerung erwerbstätig sind. Und dann schaut man sich einfach an, wie produktiv sind wir denn in der Vergangenheit gewesen. Und da sieht man, dass das sind wir wieder bei einer Arbeitszeit pro Kopf, das ist gesunken und trotzdem ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gestiegen. Das heißt ganz simpel, wir werden arbeiten immer produktiver. Das heißt, es reicht aus, dass immer weniger Menschen berufstätig sind, um quasi alle zu versorgen. Und wir sind sogar so produktiv, dass wir einen Leistungsbilanzüberschuss in der Größenordnung von 9% des Bruttosozialprodukts haben. Das heißt, wir produzieren 9% mehr, als wir selber verbrauchen. Das heißt, wir könnten ohne weiteres die Arbeitszeit um 9% reduzieren, ohne dass wir verhungern oder Menschen versorgen. Und dann ist jetzt auch die Frage, diese 9% ist ja relativ wenig. Was ist denn das eigentlich? Das sind 297 Milliarden Euro. Heißt, wenn man das auf jeden Bundesbürger vom Baby bis zum Greis umlegt, sind es 3.600 Euro. Also jeder Bundesbürger ist an einem Produktionssystem beteiligt, das für 3.600 Euro mehr produziert, als wir selber verbrauchen. Heißt, da das Bruttoinlandsprodukt von Griechenland zum Beispiel 200 Milliarden ist, kann man in Griechenland gerade aufzuarbeiten,
wir machen das mit euch mit und dann haben wir immer noch 100 Milliarden übrig. Ne? Einfach nur, um sich das mal in Zahlen klar zu machen. Ne? Das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Griechenland sind 196 Milliarden. Wir machen aber 297 Milliarden Überschuss. Also heißt, von wegen, wir produzieren zu wenig, wenn wir weniger Menschen in der Arbeit haben, keine Spur davon. Weitere Punkte an dem Thema wichtig ist. Ja? Siemens-Chef plädiert für ein Grundeinkommen. Er sagt, im Jahr 2025 werden 1,5 Millionen traditionelle Arbeitsplätze in Deutschland verschwinden. Das heißt, der eingeschätzte Produktivitätsfortschritt wird 1,5 Millionen Menschen arbeitslos machen. Also quasi auch da wieder, ich brauche diese Menschen nicht mehr, um genügend Güter zu produzieren. Man kann das auch nochmal als Statistik genauer haben. Das ist Bayern, wie ihr seht. Da oben ist ein bisschen dunkelblau und da ist hellblau. Das ist, ich habe es jetzt leider nicht besser bekommen. Es geht darum, in welchen Regionen wie viele Arbeitsplätze wohl durch Automatisierung und Roboterisierung wegfallen werden. Das ist hier das IAB, Institut für Arbeits- und Berufsforschung vom Arbeitsamt. Die sagen, hier in den Randregionen, wo viel mechanische Fertigung und Produktion ist, werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zwischen 22 und 30% der Arbeitsplätze wegfallen. Wo weniger Arbeitsplätze wegfallen, ist sozusagen in den Zentren. Der Dienstleistungsbereich ist erstmal noch nicht so von Automatisierung bedroht. Von daher werden es hier weniger sein. Also es gibt schon relativ klare Vorausberechnungen, Perspektiven, wie sozusagen die weitere Automatisierung, Technologisierung, Roboterisierung sozusagen Arbeitsplätze überflüssig machen wird. Und zwar bis auf Landkreisebene runtergerechnet. Natürlich sind die Schätzwerte, aber da stehen schon erhebliches statistisches Material dahinter. Also, die wenigen Erwerbstätigen können die vielen Alten nicht mehr finanzieren, stimmt so nicht. Wobei, nicht mehr finanzieren ist sozusagen die Frage. Eigentlich müsste es heißen, können genügend Güter erzeugen. Die Frage der Verteilung ist dann nochmal ein anderer Punkt. Aber jedenfalls ist das Thema, dass wir sozusagen irgendwann verhungern, weil nicht mehr genügend Produkte da sind, die Angst braucht keiner haben. Es ist nur eine Frage, wie verteilen es. Also sicherlich kein Gütermangel in der Zukunft, aber es muss natürlich jeder mit Kaufkraft versorgt werden. Das heißt, wir reden über Verteilung von Einkommen und Steuern und Abgaben. Das heißt, eigentlich, wenn ich über Rentenpolitik diskutiere, dann diskutiere ich über Verteilungspolitik und nichts anderes. Also das ganze Thema, sozusagen, wir werden in Zukunft zu wenig Menschen haben, die arbeiten, wir werden zu wenig Produkte haben, kann man alles vergessen, sind ganz klare Perspektiven und Aussagen da. Wir reden über Verteilungspolitik. Verteilungspolitik auf der Basis Einkommen, also Primärverteilung, und Verteilungspolitik auf der Ebene Steuern und Abgaben. Das heißt also, da kann ich das gleich vorwegnehmen, noch mehr sparen ist nicht das Thema, weil das sozusagen unsere Probleme nicht löst. Es geht ja nicht darum, dass wir sozusagen zu wenig Produkte haben, sondern es geht darum, und wir weniger konsumieren sollen, sondern es geht darum, wohin mit den Produkten. Ne? Also wenn man eine neue Schuhfabrik diskutiert, wichtig, dass die irgendwo gebaut wird, dann nicht deswegen, weil es auf der Welt zu wenig Schuhe gäbe, aber es gibt zu wenig Arbeitsplätze, das heißt Menschen, die über Arbeit Einkommen generieren. Deswegen braucht man eine neue Fabrik, nicht weil man mehr Produkte braucht, da gibt es genügend, sondern weil man Arbeitsplätze braucht und Arbeitsplätze braucht man, weil man Einkommen braucht. Das ist die Diskussion. So, und dann große Diskussion, Kapitalverfahren kontra Umlageverfahren kontra Kapitaldeckungsverfahren.
Umlageverfahren haben wir vorher gerade festgestellt, deutsches Rentensystem. Das heißt, die Berufstätigen, die jetzt ins Arbeitsleben stellen, zahlen Beiträge und die gehen direkt als Rentenzahler an die älteren Menschen weiter. Kapitaldeckungsverfahren heißt ja, ich spare während meiner Arbeitsphase und genieße dann im Rentenalter die Zinsen. Da gibt es dieses schöne Inselbeispiel. Die zeigt, dass dieser Gegensatz eigentlich völlig klanglos ist. Also das ist jetzt eine kleine Insel. Jetzt stellen wir uns eine größere Insel vor, so etwas wie Großbritannien. Und nehmen wir an, Großbritannien hätte keinen Außenhandel. Und dann dürfen die Arbeitnehmer, haben wir zwei Situationen, zwei Großbritannien nebeneinander. In dem einen Verfahren gibt es das Umlageverfahren, in dem anderen Kapitaldeckungsverfahren. Und in beiden Ländern dürfen die Arbeitnehmer, alle, die arbeiten, mal eine Kreuzschifffahrt machen. Und leider in beiden Fällen, batsch, dieses Kreuzschiff hat ein Deck und alle sapfen ab. Was passiert jetzt im Umlageverfahren? Ja. Die Menschen, die arbeiten, sind weg, jetzt müssen die Alten wieder ran, ne? Müssen wieder produzieren, weil ja sonst, wer brennt das Brot? Und wer finanziert die sonstigen Dienstleistungen, ist ja niemand da. Also, Umlageverfahren ist blöd, wenn die Arbeiter verschwinden. Ne? Im Kapitaldeckungsverfahren, jetzt sitzen die alle auf ihrem schönen Kapital, da ist also die Bäckerei, die gehört also dem Rentner, aber leider ist keiner da, der das Brot bäckt. Also auch in dem Fall hilft ihnen gar nichts, dass sie beliebig viel Kapital haben, weil das Kapital sofort entwertet ist, wenn niemand da ist, der mit diesem Kapital auch was produziert. Also in beiden Fällen nicht so gut. Das heißt also auch im Kapitaldeckungsverfahren brauche ich Menschen, die den Zins erwirtschaften. Ja, Menschen, die arbeiten, und wenn ich die nicht habe, dann kriege ich entweder keine Zinsen oder sehr wenige Zinsen. Also von Zwischenfrage, daher, ja? Du meinst jetzt quasi den Kapitaldeckungsverfahren, das aber solidarisch ist und wo nicht jeder für sich persönlich Umlageverfahren. Nein, das Kapitaldeckungsverfahren würdest du auch in einem solidarischen Fonds oder jeder für sich? Das ist letztendlich egal. Wichtig ist, auch im Kapitaldeckungsverfahren muss es Menschen geben, die mit dem Kapital arbeiten und einen Zins erwirtschaften, also quasi ein Produkt erwirtschaften. Wenn ich keine Menschen habe, die arbeiten, dann hilft mir mein ganzes Kapital nichts. Es muss Menschen geben, die mit dem Kapital was anfangen. Das ist eigentlich der Punkt, von daher ist dieser Gegensatz eigentlich gar nicht da. Und wenn man sich jetzt die konkreten Zahlen anschaut, Verwaltungskosten. Ne? Die deutsche Rentenversicherung arbeitet mit einem Kostensatz von 1,4%. Die deutsche Versicherungswirtschaft braucht 15%. Das heißt, bei einer Verzinsung von 2%, wie wir sie im Moment haben, habe ich erst nach 7,5% Jahren mein Kapital gesichert. Ne? Weil vorher muss ich ja den Versicherungsagenten bezahlen, ich muss den Aktionär von der Allianz seine Dividende zahlen und der Vorstandsvorsitzende von der Allianz will auch ein paar Euros haben. Also arbeiten mit 15% Belastung. Das heißt, also das Umlageverfahren, das gesetzliche, ist unwahrscheinlich effektiv. Und das, was ich gerade mit dem Beispiel Insel nochmal dargestellt habe, Kapitaldeckungsverfahren. Wo stecken die Versicherungen das Geld ja hin? In der Regel in den Wohnungsbau. Das heißt, dann mache ich dasselbe, ich zahle eine Miete und kriege die Miete dann als quasi Rente wieder zurück. Ne? Hier Kapitaldeckungsverfahren. Ne? Also ich spare bei der Allianz, die Allianz kauft eine Wohnung, die ziehe ich ein und ich zahle quasi der Allianz Miete, die ich dann hinterher als Rente wieder kriege, aber zwischenzeitlich holt sich die Allianz natürlich einen ordentlichen Anteil weg. Dasselbe mit der Infrastruktur, ne? Autobahnprivatisierung. Auch da ist so, gibt die Allianz Geld, die Allianz kauft Autobahn, ich fahre auf der Autobahn, zahle eine Maut und finanziere damit sozusagen indirekt wieder meine Rente. Also auch da sozusagen Umlageverfahren. Es geht nicht anders. Das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, oder
Im Mittelalter versuchten ja schon die Alchemisten aus Dreck Gold zu machen. Die Kapitalinvestoren haben in den 90er Jahren auch versucht, aus Geld mehr Geld zu machen, sind irgendwie gescheitert. Also es hat noch nicht funktioniert. Das heißt, es sind auch die Kapitaldeckungsverfahren sind indirekte Umlageverfahren. Es geht nicht anders. Bloß bei diesen Umlageverfahren, ne, sichere ich halt die Profite der Versicherungskonzerne, Bauunternehmen und Verwaltungsgesellschaften. Also das heißt, da kann wieder eine ganze Industrie leben davon und deswegen drängen sie ja so sehr auf die Autobahnprivatisierung, weil da könnte man nochmal ordentlich investieren. Genauso, ich gehe zur Allianz, schließe die Lebensversicherung ab, die Lebensversicherung finanziert die Autobahn, ich fahre auf der Autobahn und finanziert darüber sozusagen meine Rente. Also Kapitaldeckungsverfahren sind, löst nicht das Problem der Verteilung. So, jetzt haben wir quasi die Situation bei uns beschrieben. Geht es mal in Richtung andere Modelle. Ein Beispiel Österreich. Vielleicht hat der eine oder andere vor kurzem den Beitrag aus der Anstalt gesehen mit dem Österreicher. Ja. Also, wie gesagt, ihr habt hinterher in den Medien kein einziges Wort der Kritik gehört. Ne? Wenn da ein Fehler gewesen wäre, ne? Eine Bildzeitung hätte eine riesen Schlagzeile gemacht, geht nichts vor. Nichts vor. Einfach deswegen, weil es stimmt. Ne? Also, Faktencheck zu all diesen letzten 10 Sendungen, die mehrseitig sind, interessant zu lesen, gerade an der Stelle. Genau, also Nettorentenniveau Standardrenten, also ein Standardrenten ist immer der 45 Jahre gearbeitet hat und durchschnittliches Einkommen bezogen hat. Der kriegt in Deutschland 50% seines vorherigen Nettoeinkommens und in Österreich 91%. Durchschnittliche Neurente Männer, Deutschland 1050 Euro, in Österreich 1800 Euro. Bei den Frauen 600 zu 1200 Euro. So, und dann muss man sagen, oh, das ist ja sackteuer. Ne? Wer finanziert denn den ganzen Klimbim? Da ist so bei uns, gesetzliche Rente, beide zahlen 9,35% Rentenversicherungsbeiträge. In Österreich, die arbeiten immerhin 0,9% mehr, aber die Arbeitgeber 3% mehr. Und trotzdem ist das zu finanzieren. Also es geht auch anders. Es geht einfach. Neurenten heißt, die 2015 in die Rente gegangen sind, wie ist der Durchschnittswert aller Menschen, die neue Rente bezogen haben. Das ist sozusagen eine rechnerische Konstruktion, das sind reale Zahlen. Das ist der Durchschnittswert aller aller Rentner, die im Jahr 2015 neu in die Rente eingetreten sind. Ihr kriegt das alles über PDF von dem Foliensatz. Ne? Steht dann auf der Homepage, genau. Steht dann auf der Homepage. Also, das heißt, was unser Problem ist, ein immer höherer Anteil des erarbeiteten Produkts muss umverteilt werden. Und da ist natürlich absehbar, der Staat mit traditionell hohem Umverteilungsanteil Vorteile bei der Bewältigung dieser Aufgabe haben, also positiv Dänemark, Schweden, Österreich. Dänemark, ein Staat, der von seinen Bürgern 50% des Einkommens aus Steuern verlangt. Komischerweise nicht bei Gott gegangen, lebt gut, die Menschen fühlen sich wohl, irgendwie komisch. Negativ dagegen USA und Großbritannien, wo es eben massive Probleme mit Alters, also Überhausarmut und insbesondere im Altersarmut gibt. Die Kältezahlen alle sinken, die durchschnittliche Lebenserwartung und so weiter. Und ich glaube, es ist nicht ganz zufällig, dass das die Kurzländer des Neoliberalismus sind. Aber wichtiger Punkt, Umverteilung. So, über was reden wir bei der Umverteilung? Hallo.
Kannst du auch dazwischen fragen? Ja. Wenn du sagst, also positiv Österreich wird mehr umverteilt, ja, dann heißt es, diese 92% kriegt nicht jeder, die kriegt zum Beispiel der Standardarbeiter. Mhm. Wenn aber einer super gut verdient in Österreich, dann kriegt er weniger als 92%. Ja. So, hier nochmal, wir reden über, in der Bundesrepublik, wir reden über 2.261 Milliarden Volkseinkommen im Jahr. Also, Bundesrepublik erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt, dann geht natürlich ein Teil dafür weg, um den Maschinenpark zu erhalten und am Ende bleiben 2,2 Billionen übrig, die verteilt werden. Das ist ein Großteil, ist hier mit 800 Milliarden Löhne. Und dann haben wir die Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten, das sind 497 Milliarden, das sind immerhin 22% vom Bruttosozialprodukt, vom Volkseinkommen, Entschuldigung. Dann sagen wir 9% Lohnsteuern, Gewinn- und Vermögensteuern 6% und die Nettogewinne sind 25%. Und das ist unser Problem, dass diese 25% sich an der Sozialversicherung überhaupt nicht beteiligen. Letztendlich ist es simpel, diese Geschichte. Diese 25% sind außerhalb der Sozialversicherung und der sozialen Struktur der Bundesrepublik. Und da wird natürlich mit Hauen und mit Sehnen und Klauen wird versucht, genau diesen Zustand aufrechtzuerhalten, sozusagen die Netto, die Gewinn- und Vermögenseinkommen von jeglicher Belastung durch Sozialabgaben freizuhalten. Also, auch die letzte Aussage, ich zahle heute hohe Rentenbeiträge und morgen kriege ich nur eine Minderrente, stimmt nicht mit dem kleinen Zusatz, wenn wir was dafür tun. Also, wir müssen schon ein bisschen aktiv werden. So, aktuell ist Male. Wir haben drei Problemkreise, Leistungskürzungen, versicherungsfremde Leistungen, ist auch da aufgetaucht, und Altersarmut im größeren Umfang der Vollerwerbstätigkeiten mit Tarifengeld über 45 Berufsjahre hinweg, die Ausnahme ist. Das sind genau die Begriffe, die da hier auch aufgetaucht sind. Nehmen wir mal das einfache Beispiel, versicherungsfremde Leistungen. Da können wir jetzt einen eigenen Abend machen. Ich nehme nur ein Thema raus, Mütterrente. Es geht nicht darum, die Mütterrente nicht zu zahlen. Es geht darum, woher sie finanziert wird. Ja? Kostet lockere 6,7 Milliarden Euro. Und ab 2019 will der Wolfgang, ja, unser Biedermann als Finanzminister, will er sich beteiligen an den Kosten. Will, heißt noch nicht, ist. Können Sie mal kurz erklären, was die Mütterrente ist? Mütterrente ist, es gibt ja für Mütter, Frauen, die Mütter werden, für 3 Jahre Rentenbeiträge. Also wenn ich, auch wenn ich nicht berufstätig bin, während der ersten 3 Jahre eines Kindes, kriege ich Rentenpunkte, kriege Rentenleistungen. Der Staat zahlt für mich Beiträge in die Rentenkasse ein. Aber nur wenn ich nicht berufstätig bin? Nee, auch wenn ich berufstätig bin, dann obendrauf, bis zum Maximalwert von 2 Entgeltpunkten. Das galt, bitte? 3 Entgeltpunkte. Ja, über, nein, ich habe was an, pro Jahr 1 Entgeltpunkt, entspricht ungefähr 30 Euro. Also quasi, und das über 3 Jahre hinweg. Also pro Kind, Erziehung eines Kindes bringt mir 90 Euro monatliche Rente, weil ich ja was für das Überleben der Gesellschaft getan habe als Mutter. Oder auch als Mann, der das Kind erzieht. Es geht ja immer um denjenigen, der das Kind erzieht. Zum richtigen Verständnis und Bemerkung, das ist aber kein Beitrag des Staates, sondern das ist eine Anrechnung. Das ist eine Beitrag zum Zeitpunkt der Rentengewährung, der danach liegt. Es ist ein Beitrag. Aber okay, ich bin Versicherungsberater so nebenbei, es ist ein Beitrag, es ist ein Pflichtbeitrag sogar. Also zählt voll. Aber wir diskutieren jetzt nicht Rentenpolitik im Detail.
sondern so, das war jetzt eingeführt worden, ist es 1900, das ist manchmal jemand 86 oder so. So, und ist die Mütter, die vorher ihre Kinder geboren haben, haben nichts davon bekommen. Das heißt, es wurde zum bestimmten Zeitpunkt eingeführt und galt für Kinder, die ab diesem Zeitpunkt geboren wurden. Und jetzt kam die Diskussion auf, warum behandelt man die alten Mütter so schlecht, und hat dann sozusagen für die alten Mütter, die vor der Einführung dieser Regelung ihre Kinder geboren haben, nochmal eine Regelung eingeführt, die dann sozusagen diesen Punkt betrifft, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Das sind dann keine Beiträge, sondern das ist einfach eine zusätzliche Rentenleistung. Also ich stolpe über die Überschrift Versicherungsrentenleistung, weil wenn eine Mutter keine Kinder in die Welt setzt, dann gibt es morgen keinen Arbeitnehmer, der den Rentner überhaupt finanziert. Also das ganze Umlagesystem ist zwingend abhängig davon, dass es Mütter gibt, die überhaupt Kinder in die Welt setzen, weil sonst ist das Umlagesystem tot. Dieser Begriff. Also insofern sind wir Mütter die Voraussetzung für dieses Rentensystem, und daher ist es eigentlich keine versicherungsfremde Leistung, sondern eine Anerkennung, und die ist nach wie vor viel zu gering. Also wenn ich dastehe und sage, ich habe den Rentenzahler von morgen großgezogen bekommen, aber dann nur ein Drittel der Rente, die ein Mann, der kein Kind großgezogen hat, bekommt von meinem Sohn, dann werde ich ziemlich sauer. Ja, das ist voll gerechtfertigt. Dieser Begriff versicherungsfremde Leistung bezieht sich auf das gegenwärtige Rentensystem. Das gegenwärtige Rentensystem, und das ist genau das Problem, das wir haben, sagt ja sozusagen, ich kriege eine Leistung nur dann, wenn ich einen Beitrag geleistet habe. Das ist das jetzige System. Basis dessen ist es sozusagen, hier ist Beitrag, da später die Leistung. Aber den Beitrag bekommt es doch von den Kindern. Nein, eben das ist genau dieser Punkt, auf den ich ja raus will. Der Staat hat jetzt sozusagen quasi entschieden, die Mütter bekommen nicht das, was ihnen eigentlich zusteht, aber immerhin etwas. Aber das finanziert nicht die Gesellschaft, sondern das finanzieren nur die Versicherten. Das ist der Punkt dabei. Das heißt, hier was steht, der Arbeitnehmer finanziert die Rente des Selbstständigen oder des Unternehmers, der nie einen Beitrag gezahlt hat. Warum? Und auch des Beamten. Der Beamte zahlt keine Beiträge für diese Mütterrente. Der hat aber auch eine Mutter, die diese Leistung in Anspruch nimmt. Das ist der Hintergrund dieser Diskussion. Das heißt, man muss dieses versicherungsfremde Leistungen nochmal getrennt von der Mütterrente betrachten. Das ist nämlich immer dieser Haken, wo man dann in die Geburtenfetten hingeht. Es gibt zwei Punkte, die ich gerne hernehme. Ich habe studiert, und als ich studiert habe, hat man mir gesagt, mit 2 Jahren Studium bekommst du Rentenpunkte. Das war eine versicherungsfremde Leistung, weil ich nämlich dafür keine Sozialabgaben bezahlt habe. Der zweite Punkt ist, es wurde ja diskutiert aktuell, die Anpassung der Ostrente an die Westrente. Da ist ja noch vielleicht in Erinnerung, dass die Nahles intensiv mit dem Finanzminister diskutiert hat und man sich dann darauf geeinigt hat, dass maximal ein Drittel aus der Staatskasse bezahlt wird und 2 Drittel wieder aus der Rentenkasse. Das heißt also, es geht immer darum, ist hinter einer Leistung ein Beitrag hinterlegt oder ist es eine gesamtstaatliche Aufgabe, für die der Staat ein Geld zur Verfügung stellen muss. Bei der Mutterrente ist es genau nämlich so, da sagt er, hält er sich nämlich vor dem zurück und sagt, die Rentner sollen das aus jeder Kasse erzeugen. Das heißt, wir haben das Problem, das dahinter steht, und das ist quasi das Grundproblem an der Stelle ist. Das deutsche Rentenversicherungssystem ist relativ unsozial. Relativ unsozial. Das heißt immer sozusagen, da gibt es kaum soziale Komponenten, von wegen, wie ich es ja vorher dargestellt habe, mit den Geringverdienern. Bei uns ist sozusagen linear, Beitrag entspricht dann späterer Rente. Und dem aufgepfropft sind soziale Komponenten, die zwar dann sozusagen für alle in der Gesellschaft gelten, finanziert werden sie aber nur von den Arbeitnehmern. Und das ist der Widerspruch, den es mir da an der Stelle ging. Also es, wie gesagt,
Wir reden nicht darüber, ich habe gesagt, ich rede nicht über Heuers, wie viel Rente kriegen, sondern was wir hier darum geben, ist, dass ein Teil der Gesellschaft Leistung für die Gesamtgesellschaft finanziert. Und das sind genau wieder die, die eh nicht so viel haben. Das ist der Punkt, der dahinter steht. Thema Altersarmut, zweiter wichtiger Punkt. Im Moment haben wir eigentlich eher die Situation noch Ruhe vor dem Sturm. Heute die Grundsicherungsempfänger sind sozusagen Sozialhilfe im Rentenalter, das ist dann die Grundsicherung, sind größtenteils noch nicht Opfer der Kürzungen, sondern eben spezifische Erwerbsbiografie. Aber das ist die neuen Risikogruppen, Arbeitsmarktverlierer aller Art, die sind schon abzusehen. Das heißt, Arbeitsmarktverlierer ist jemand, der seinen Volltime-Job verloren hat, in Teilzeit geht oder nur noch einen Minijob macht oder. Und dann mit den gekürzten Rentenleistungen und dann ist Altersarmut absehbar. Wobei das auch nicht damit abzuwenden ist, indem man sozusagen die Rente ein bisschen erhöht. Also auch wenn ich das Rentenniveau, wir hatten es vorher dargestellt, von 45% wieder auf 50% anhebe, dann löse ich dieses Problem nicht, weil bei der Grundsicherung im Alter ein Viertel davon hat überhaupt keine Rentenansprüche. Denen kann ich auch mit einer höheren Rente nicht helfen. Und die Grundsicherung bei der Erwerbsminderungsrente, das heißt, die einfach noch nicht das Rentenalter erreicht haben, aber nicht mehr arbeiten können, da haben 64% der Bezieher haben überhaupt keinen Rentenanspruch. Also das heißt, ich muss am System insgesamt drehen, um hier weiterzukommen. Das können wir jetzt überspringen. Das heißt, das, was bisher in der deutschen politischen Diskussion diskutiert wurde, also die Lebensleistungsrente, das heißt, wenn jemand ein Leben lang arbeitet, über 40 Jahre, dann gibt es eine Erhöhung der Rente. Da habe ich aber eine sehr kleine Anspruchsgruppe, denn welche Menschen haben ein Leben lang gearbeitet und dann trotzdem nur geringe Ansprüche, sind relativ weniger. Dann gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung, also der Ehegatte darf nicht so viel verdienen. Ist also sehr, sehr gering in den Auswirkungen. Das heißt, und für alle Vorschläge, die im Moment diskutiert werden, auch die Vorschläge der Gewerkschaften, gehen in der Regel nicht weit genug. Entweder sind die Leistungen sehr gering, das heißt, ich habe weiterhin den Weg zum Sozialamt offen oder muss zum Sozialamt gehen, oder die Mindestrentenleistung entwertet eigene Beitragsleistung, weil die angerechnet wird. Da versucht man jetzt schon stückchenweise entgegenzugehen. Also vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, aktuell diskutiert man ja über ein neues Betriebsrentengesetz. Da war auch so, dass Betriebsrenten dann wieder auf die Grundsicherungsleistung im Alter angerechnet wurde. Das heißt, es hat mir gar nichts geholfen, dass ich dann eine Rente bekomme, weil ich dafür weniger staatliche Unterstützung bekommen habe. Und der dritte Punkt, bestimmt die Risikogruppen sind weiterhin nicht abgesichert. Da geht es ja um die bekannten Scheinselbstständigen. Wir wissen ja alle, wie unterlaufe ich am besten Mindestlohn? Indem ich eine Scheinselbstständigkeit draus mache. Ich beschäftige mich nicht mehr als Arbeitnehmer, sondern als Selbstständigen und dann brauche ich keinen Mindestlohn mehr zahlen. Also, das sind diese Ecken, wo diese ganzen Vorschläge nicht greifen. Das heißt, da kann man sich auch wieder umschauen, wo gibt es Modelle, die besser sind, die dem entgehen. Und da gehen wir in die kapitalistische Schweiz, auch nicht so weit weg von Bayern. Und da sehen wir, unsere beiden kleinen Nachbarn haben sehr gute Systeme entwickelt. In der Schweiz heißt das Ding Alters- und Hinterlassenversicherung, AHV. Die haben auch ein Drei-Stufen-System, also sozusagen die gesetzliche Grundversicherung, nennt sich dort Volksversicherung.
grundlegende Existenzsicherung Umlagesystem. Also auch die Renten werden aus den aktuellen Beiträgen gezahlt. Dann gibt es noch eine berufliche Vorsorge, so etwas Ähnliches wie unser Betriebsrentensystem, aber wichtig verpflichtend. Also da hat jeder sozusagen, der berufstätig ist, nochmal eine zusätzliche Leistung, bringt da. Die ist kapitalgedeckt, also die läuft über ein Kapitaldeckungsverfahren und dann wird nochmal eine individuelle Vorsorge, wenn ich mir also selber nochmal eine Altersversorgung aufbaue, wird nochmal steuerlich begünstigt. Aber jetzt kommen wir, was kommt bei diesem System raus? Mindestrente ist 1085 Euro. Maximal 2200 Euro und der Durchschnitt liegt bei 1800 Euro, also relativ hoch. Wobei man wissen muss, der Lebensstandard in der Schweiz ist etwas, also ist schon höher als bei uns, aber das ist ja quasi nur die Basisabsicherung und 44 Beitragsjahre reichen. Vorzeitiger Beginn ist möglich und wie bei uns gibt es Gutschriften für Erziehungs- und Betreuungszeit. Auch eine interessante Regelung, Begrenzung bei Ehegatten, die kriegen maximal 150% zusammen. Also wenn beide sozusagen die Maximalrente Anspruch hätten, also 4.400 Euro so, dann kriegen sie eben nicht die 4.400, sondern nur 50% weniger. Aber jetzt kommt's. Wo wird das finanziert, woraus? Beiträge aus Einkommen und Vermögen 80% und der Staat schießt dann nochmal 20% zu. Die Arbeitnehmer zahlen 5,5%. 5%, ne? Bei uns sind es 9%, um die geringere Rente zu erreichen. Die zahlen 5%. Aber die Selbstständigen sind auch dabei. Selbstständige je nach Einkommen zwischen 5,2 und bis zu 10%. Also wenn jemand im Jahr mehr als 56.000 Schweizer Franken verdient, dann zahlt er davon 10% Beiträge. Und es gibt ja auch Menschen, die von ihrem Vermögen leben. Auch die werden gefordert, ihren Sozialbeitrag zu leisten. Also die nicht erwerbstätig Vermögenden, das sind also die Reichen, die von ihrem Vermögen leben können. Auch die zahlen, je nachdem wie hoch das Vermögen ist, Beiträge, die gehen bis zu 12.000 Franken im Jahr. Beiträge. Also relativ prozentmäßig relativ gering, aber eben aus dem Vermögen und, wie immer, Kleinkind macht auch Mist, da kommt also dann schon einiges dazu. Und wichtig ist, hier, keine Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer 100.000 Franken oder Euro jetzt verdient, dann zahlt er aus den 100.000 auch 5% und kriegt quasi auch maximal nur die 2.200 Euro Rente. Aber die 5% sind halt eben leichter zu verschmerzen, als wenn ich 10% zahlen muss, wie bei uns, oder die 9%. Also, dieses System ist ein... Aber da geht es jetzt ja nur um diese Basisrente, also diesen ersten Sommer. Nur die, wir gehen nur über die Basisrente. Genau. Wie gesagt, drüber ist dann nochmal eine berufliche Vorsorge, die ist dann wirklich linear. Jeder Euro Beitrag bringt eben hinterher eine Rente. Die war ist sozusagen keine soziale Komponente mehr dabei. Die ist sozusagen im Basissystem eingebaut. Sozusagen mit einer unbegrenzten Beitragsleistung, aber dafür sehr geringe Beitragssätze. Und das ist eigentlich ein sinnvolles System, das jetzt seit 1948 durchgehend funktioniert hat und quasi alle wirtschaftlichen Umwälzungen unbeschadet überstanden hat. Zum Vergleich, diese 1085 Euro, was ist denn der Umrechnungskurs, dass man da mal... Nein, das habe ich schon gemacht, das wären Euros. Also, nein. Von der Kaufkraft her, dass man vergleichen kann, wie viel Geld das jetzt bei uns in Deutschland wäre. Ich würde nochmal 10% also ich würde Minimum so um die 900 sagen. Also kaufkraftmäßig 900 Euro. Ist jetzt auch nicht die Welt, ist klar, ist nicht die Welt, aber
ich brauche nicht mehr zum Sozialamt gehen. Das ist der Hintergrund. Das heißt, der spart sich die ganze Sozialbürokratie. Also insofern ist dieses System ja insofern auch effektiv, weil ich sozusagen Verwaltungspersonal einspare, wenn ich keine Bedürftigkeitsprüfung schauen muss. Ist wieder hinter jedem Hartz-IV-Empfänger hinterher gelaufen und geschaut, ob er nicht 10 Cent Hartz-IV-Gelder unterschlägt, während wir gleichzeitig, nein, das andere lassen wir mal außen vor. Da kommen wir in eine andere Diskussion. Also, wie gesagt, wenn es genauer interessiert, AHV, IV in der Schweiz, kann man sich die Unterlagen und die aktuellen Zahlen ohne weiteres runterladen. So, wichtig denke ich ist für, so, die Frage ist ja sozusagen, wie kommt man von einer Situation in die andere? Und da ist ja meines Erachtens ein zentraler Punkt sozusagen, der sowohl die Schweizer als auch das österreichische System quasi, das eine ist Absicherung gegen Altersarmut und das andere ist sozusagen Lebensstandardsicherung. Die sind getrennt. Bei der Absicherung gegen Altersarmut ist die ganze Gesellschaft gefordert, sozusagen, egal ob ich Arbeitnehmer bin, ob ich Selbstständiger bin oder ob ich aus Kapitaleinkommen lebe, den Beitrag dazu zu bringen, zu sagen, wenn ich mein Leben in dieser Gesellschaft verbracht habe, dann ist die Gesellschaft leistungsfähig genug, um alle Menschen, die ins Alter kommen, einen Mindestlebensstandard zuzusichern. Und das wäre auch ein Punkt, der in der deutschen Gesellschaft ohne weiteres machbar wäre. So, und daneben ist sozusagen eine Lebensstandardsicherung, da kann ich dann über meine Standesorganisationen und sonst Betriebsrenten und so weiter beliebig diskutieren und Politik rauf und runter machen. Aber solange man sozusagen hier an diesen Punkt nicht rangeht und sagt, ich kann das nicht nur den Arbeitnehmern überlassen, die ganze Gesellschaft gegen Altersarmut abzusichern, weil das nicht funktioniert, weil ich ein Drittel des Einkommens, des Volkseinkommens außen vor lasse. Da sind wir jetzt wieder bei der Diskussion. Ja, ja. Bei uns ist sozusagen dieser Teil, die 25% sind außen vor. Die müssen wir mit einbeziehen in diese Vorsorgesysteme gegen Altersarmut. Und dann kann man das machen. Also es geht nicht um größere Zusatzaufwendungen. Wir lassen ja jetzt auch niemanden verhungern. Aber es geht um eine andere Finanzierungsform von bereits bisher geleisteten Aufwendungen. Verschiedenste Sozialhilfeleistungen ermitteln mit großem bürokratischen Aufwand, können abgelöst werden durch eben ein Mindestrentensystem für alle. Und ein mögliches Drei-Säulen-System auch für Deutschland wäre dasselbe, quasi eine Grundsicherung, eine allgemeine verpflichtende Volksversicherung, diente sozusagen der grundlegenden Existenzsicherung. Die könnte man sozusagen unter die jetzige gesetzliche Rentenversicherung reinschieben, dann quasi die gesetzliche Rentenversicherung für quasi die Arbeitnehmer. Und da kann man dann sozusagen wieder die getrennten Versorgungssysteme aufbauen für Arbeitnehmer und Selbstständige. Und dann das dritte sozusagen Betriebsrentensystem oder was auch immer, welche anderen Systeme. Aber wichtig wäre sozusagen die Unterfütterung der bisherigen Systeme mit einem Umlagesystem aus allen Einkommensarten und eben nicht nur aus Arbeitnehmereinkommen. Das ist der grundsätzliche Punkt. Kurze Frage. Ja? Bei diesem Drei-Säulen-System, das sieht ja jetzt nach der Schweiz aus und nicht so sehr nach Österreich. Richtig, ja. Aber vorher hatte ich Sie so verstanden, dass eigentlich das österreichische System ohne Kapitaldeckung und ohne verpflichtende private Vorsorge doch eigentlich auch machbar wäre für uns und vielleicht sogar gescheitert ist. Warum schlägst du jetzt das an? Denke ich nicht. Also das Thema, das Schweizer Modell hat jetzt sozusagen nochmal eine geringe Beitragsleistung auf der Arbeitnehmerseite. Ja, wir reden von 5%, in Österreich waren es 9% oder 10%.
Also jetzt sozusagen davon nochmal günstiger, und zwar günstiger deswegen, weil eben sozusagen die Selbstständigen und die Selbstständigen sind in Österreich auch dabei, aber weil die Vermögensbezieher auch mit einbezogen sind. Das ist der Hintergrund. Ja, ich meine jetzt die zweite Säule. Ach so, ja gut, bei der zweiten Säule, da muss man jetzt schauen, wie man das auseinanderzieht. Also das, denke ich, wird nochmal ein Punkt sein. Man müsste sozusagen in Deutschland die gesetzliche Rentenversicherung auftrennen, in einen Teil, in einen Basisteil, wo dann quasi alle Bundesbürger einzahlen, die Einkommen beziehen, und in einen zweiten Teil, der wie bisher sozusagen linear ist, Beitrag zu späterer Rente. Da müsste man sozusagen nochmal einen Schnitt reinmachen. Und dann natürlich auch dieses Thema, was wir vorher diskutiert haben, dass in dem unteren Teil sich der Staat auch an den Leistungen, an der Finanzierung beteiligt, weil da sozusagen ja auch nochmal sozusagen soziale Funktionen, die abgedeckt werden. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Das ist jetzt nicht die höchste Rente gemeint. Ne? Nein, okay, Entschuldigung. Das ist damit nicht gemeint. Okay. Nein. Das wäre sozusagen da unten nochmal. Also quasi steuerlich begünstigte Rentensysteme, wo entweder ein Arbeitgeber mitfinanziert oder die steuerlich gefördert werden, wie zum Beispiel jetzt bei Selbstständigen die Rürup-Rente. Da ist es so, da werden bis zu 15.000 Euro, glaube ich, sind es zurzeit, 20.000 Euro, werden ja staatlich, kann nicht von der Steuer abziehen und werden damit staatlich mitfinanziert. Ich habe das jetzt auch nicht mehr. Warum kann ich nicht auf der einen Seite die Grundsicherung im staatlichen Rentensystem machen und darauf aufbauend noch diese warum muss ich da rausgehen in irgendeine private Sicherungseinrichtung? Nein, das ist ja genau die beiden Sachen, sind das, was du jetzt angesprochen hast. Das dritte wäre sozusagen das, was wir jetzt auch haben mit Riester, Eichel und Rührer, wie sie alles heißen. Also quasi sozusagen das jetzige gesetzliche Rentensystem da unten nochmal was einschieben, wo alle mitfinanzieren. Das ist eigentlich der Punkt. Und zwar alle aus allen Einkommensarten. Das sind die beiden wichtigen Punkte. Auch Beamte. Auch Beamte, richtig. Sind schon auch berufstätig, ja. Also hier nochmal dieses Thema aus allen Einkommensarten zu finanzieren. Beitragsfinanzierung, wichtiger Punkt, keine Steuerfinanzierung. Wichtiger Punkt, was ist der Unterschied zwischen Beitragsfinanzierung und Steuerfinanzierung? Wenn ich es direkt über Beiträge finanziere, dann habe ich einen Rechtsanspruch drauf. Steuerfinanzieren kann Bundestag, Bundesregierung jedes Jahr neu entscheiden, Leistungen runter, Leistungen drauf. Während Beiträge kann mir niemand mehr nehmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Machen wir morgen Revolution. Nein, aber mit der Rentenkürze ist es passiert. Insofern ist deine Aussage nicht. Nein, die Beiträge sind ja nicht weggenommen worden, sondern das Ergebnis ist anders. Genau. Die Verteilung. Ja, nee, ist richtig. Das ist ja für die Zukunft. Genau. Nee, es ist, der Einwurf ist richtig. Das Bundesverfassungsgericht billigt dem Staat oder der Bundesregierung einen großen Spielraum bei der Gestaltung der Sozialversicherung zu. Denke, die jetzt vor einiger Zeit in Rente gegangen sind, alle es erlebt. Du hast ja vorhin so ein Beispiel genannt, wo eben mal zugesagte Leistungen dann still und heimlich wieder verschwunden sind. Gut, also. Aber wichtig, Steuerfinanzierung ist sozusagen Rentenleistung abhängig von Kassenlage, ist eine schwierige Situation. Beitragsfinanzierung aus Gehaltseinkommen weiterhin paritätisch, auch ein wichtiger Punkt. Und bei großen Vermögen ohne Einkommen auch da Beitrag aus Vermögen.
und die Abdeckung von Sozialkomponenten, eben zum Beispiel für die Elternzeit über staatliche Zuschüsse, weil eben das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Gut, Tom, dann dieses ergänzende Absicherungssystem kann man auch nicht über Steuermittel noch unterstützen. Weil haben wir ja diese Modelle schon, Betriebsrente oder Selbstständigkeit, jetzt die Jury-Rückrente. Also von daher am Schluss sozusagen, die Rente ist sicher, wenn wir was dafür tun. Also, wichtiger für mich so die wichtige Geschichte, weil ich oft in Diskussionen erlebe, dass die Menschen sozusagen, ach, im Alter werde ich mal gar nichts mehr haben und wie schaut denn das alles aus? Es geht nicht darum, dass wir verarmen werden. Wir leiden nicht sozusagen an Unterproduktion, sondern an Überproduktion. Woran wir leiden, ist die Frage der Verteilung der erwirtschafteten Güter. Und da müssen wir halt was tun, weil man kennt man diesen Spruch. Okay, vielen Dank. Ich würde nur sagen, ich fand eigentlich nach dem Vortrag war ich eigentlich ganz positiv gestimmt, ja. Weil der doch einem eher auch Angst nimmt. Ich finde, mit der Rente und mit dem allen, den Entwicklungen wird ziemlich viel Angst gemacht. Ja. Und hier haben Sie Zahlen gebracht oder auch eine Perspektive gebracht, die einem Angst nimmt. Wo ich denke, das sind auch gute Sachen, womit wir argumentieren können, ja. Und womit man auch vielleicht Leute erreichen kann. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste, dass wir uns so viel Angst machen, wie wir essen und uns einfach auch nicht wehren und auch keine Perspektive entwickeln. Ja. Also, ich denke, es wird, also ich finde diese am besten, erstens, vielen Dank für das Kompliment, das war genau die Absicht, Angst wegzunehmen und zu sagen, ich kann mit diesem Thema ganz rational umgehen, da ist kein Geheimnis dahinter, das ist der erste Punkt. Zweitens, es wird wirklich unwahrscheinlich viel Ideologie damit betrieben, am schlimmsten finde ich noch den Joe Käser, ja, mit seinem Grundeinkommen und quasi vor der Doppelstrategie. Ja. Also die Menschen, die er braucht, die sollen bis 73 arbeiten. Ja. Das ist sozusagen die Forderung des Arbeitgebers, wo ja Siemens eine entscheidende Rolle spielt. Also die Menschen, die er braucht, die sollen bis 73 arbeiten. Und sozusagen die anderen, die sollen dann Grundeinkommen, die sollen sozusagen ihr Leben fristen und finanziert. Wie soll es werden? Der Herr Götz Werner, ja, DM-Chef, der sagt ja über höhere Mehrwertsteuern. Wer zahlt die Mehrwertsteuer? Vorrangig die Geringverdiener. Die geben 100% ihres Einkommens über Produkte aus. Das heißt, die zahlen ihre 20% Mehrwertsteuer, während die sozusagen Geld auf die Seite legen, steuerlich dann entlastet werden damit. Also ganz klare ideologische Komponenten. Es gibt natürlich auch andere Modelle in der Grundversorgung, aber das, was hier an politischen, ideologischen Positionen aufgebaut wird, das ist schon ganz, ganz böse. Und das ist ja auch der Widerspruch, der, glaube ich, immer offensichtlicher wird in der Gesellschaft und jetzt gerade halt in Großbritannien, in den USA zur Explosion kommt, dass die Leute merken, was an Potenzial in ihrer Gesellschaft steckt und wie viel letztendlich bei ihnen ankommt. Und das, wir arbeiten alle produktiver, wir arbeiten mehr, wir arbeiten schneller, wir arbeiten intensiver wie vor 10, 20 Jahren. Das wissen alle, kriegen alle Leute, die im Berufsleben sind, mit. Und was kommt raus? Immer weniger Einkommen, immer ungleichere Situationen, schlechtere Infrastruktur. Und diesen Widerspruch fühlen viele. Aber die gesamtgesellschaftliche Lösung oder Ziel ist noch nicht da. Das ist genau unsere Aufgabe, da eine Perspektive anzubieten. Und ich habe versucht, dann an diesem kleinen Teilbereich der Rente da nochmal diesen Widerspruch ein bisschen darzulegen, was an Potenzial in der Gesellschaft da ist. Wir produzieren 10% mehr, als wir verbrauchen, ne? Export. Und das sind riesen Summen. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn andere Länder sagen, jetzt machen wir die Schotten dicht.
wir brauchen auch Beschäftigung für unsere Menschen. Es macht ja keinen Sinn, dass die Spanier zu uns zum Arbeiten kommen und die Italiener ihre guten Leute zu uns schicken. Sinnvoller wäre es doch, die Arbeit dorthin zu verlagern. Aber gut, das ist wieder eine andere Diskussion. Mir ging es darum, an dem Punkt ein bisschen Unsicherheit aufzuräumen und eine Perspektive zu vermitteln. Ohne jetzt sozusagen die ideale Lösung zu haben. Nur, es gibt Lösungsmodelle und da müssen wir weiterarbeiten. Ja, vielen Dank. Okay.